Hallo. Hallo Peer. Hallo, Assalamu alaikum. Du wolltest den Islam annehmen, ja? Alhamdulillah, super, perfekt. Kannst du die Schehada, das Glaubensbekenntnis, schon selber sagen oder soll ich dir das vorsagen? Okay, ich sag dir das vor und du sprichst das nach mit der Absicht, jetzt gehe ich in den Islam rein. Dann werden dann deine Sünden vergeben. Und das ist dann praktisch wie, als wenn ich fange jetzt ein neues Leben an, ja? Okay? Okay, ich sag dir das jetzt vor. Wenn du sagst, Eschhedu en la ilaha illallah, bedeutet das, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Das heißt, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Allah, der ewige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums, der mit seinen Eigenschaften, seinem Wesen über unserer Vorstellungskraft ist. Und wenn ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist, also Eschhedu enne Mohammed Rasulullah, bedeutet das, ich bezeuge, dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. Das heißt, ich glaube an das, was er uns berichtet hat. Ich akzeptiere das, was er befohlen hat und akzeptiere das, was er verboten hat. Und ich akzeptiere, dass ich Gott, also Allah, so anbeten muss, wie er es gezeigt hat. Okay? Dann sage ich das jetzt vor, ja? Eschhedu en la ilaha illallah wa eschhedu enne Muhammeden Rasulullah. Allahu Akbar. Ich bezeuge, jetzt auf Deutsch nochmal, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. außer Allah. Und ich bezeuge, Und ich bezeuge, dass Mohammed dass Mohammed der Gesandte Allahs ist. der Gesandte Allahs ist. Allahu Akbar. Das war ein kurzes Satz, aber Alhamdulillah, jetzt bist du auf jeden Fall mitten im Islam drin, Alhamdulillah. Perfekt. Guck mal, ich schicke dir gleich ein paar Links, ein Link, ja, und da kriegst du dann auch nochmal so eine offizielle Bestätigung auch von einer Moschee zugeschickt, dass du den Islam angenommen hast, und dann kriegst du ein Einsteigerpaket zugeschickt, mit Büchern, die dich informieren, okay? Und ich schicke dir auch noch ein paar Videos, die dir die ersten Schritte im Islam erleichtern. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? 49. 49, Mashallah, super, weil meistens die, die Islam annehmen, sind sehr, sehr jung gewesen, ne? Mashallah, also die sind meistens immer sehr, sehr jung. Perfekt, super. Guck mal. Ich lebe ja schon längere Zeit nach dem Islam, aber ich habe das aus familiären Gründen bis jetzt noch nicht komplett angenommen. Und Ja. ich wollte es halt offiziell nochmal Ja, machen. jetzt, Alhamdulillah, jetzt ist es ganz offiziell mit vielen Zeugen, weil wir haben das ja hier aufgenommen und laden das auch hoch, damit die ganze Welt weiß, ja, sie hat den Islam angenommen, Alhamdulillah. Aus welchem Bundesland kommst du, wenn ich fragen darf? NRW auch, perfekt, ja. Heute ist nur NRW hier Islam am Annehmen, weil gerade 5 Minuten bevor du Islam angenommen hast, hat eine 17-jährige Islam angenommen hier, Alhamdulillah. Also es geht weiter, der Ramadan fängt schon gut an, MashaAllah, super. Perfekt. Gut, guck mal, ich schicke dir das gleich und dann, wenn du irgendwelche Fragen oder so hast, ja, dann klären wir die nochmal, kannst du mir gerne schreiben und dann helfe ich dir immer gerne, okay? Nicht zu danken, nicht zu danken. Wir hören uns auf jeden Fall, ja? Mach's gut, bis dann. Salam alaikum.